Hallihallo, ihr Lieben. Ich bin Patricia. Meine Mission ist es, unserer Welt zu helfen, die Pandemie der Insulinresistenz zu besiegen und dass jeder da draußen versteht, dass du deine Gesundheit maßgeblich mit deinem Lebensstil beeinflussen kannst. So lebst du deinen Traum. Meine besten sieben, meine besten sieben, meine besten sieben Tipps dafür. Heute mal ein anderes Live. Es geht mal nicht um Gesundheit, vielleicht tatsächlich schon auch im weitesten Sinne geht es natürlich immer um Gesundheit, nämlich um deine emotionale Gesundheit, um deine seelische Gesundheit. Und die kannst du natürlich auch nur haben, wenn du glücklich bist, ja. Wenn du genau das Leben lebst, das du dir für dich vorstellst, wenn du nach deinen Werten leben kannst, wenn du selbstbestimmt leben kannst und nicht das Leben für andere oder von anderen übergestülpt leben musst, wenn du wirklich deine wahres Ich, sag ich mal, sein kannst, 100% authentisch sein kannst, dich da auch nicht im Job oder für deine Familie oder deine Freunde irgendwie verbiegen musst. So habe ich für mich einmal festgestellt, so geht es mir am besten, so bin ich tatsächlich am glücklichsten und ja, so habe ich Schritt für Schritt meinen Traum verfolgt sozusagen. Ja. Das war aber nicht immer so. Ja, das heißt, ich kann jetzt sagen, ich lebe ein freies, ein selbstbestimmtes, ein ortsunabhängiges Leben. Das war definitiv nicht immer so und ich habe 30 Jahre eigentlich meines Lebens sehr viel Kompromisse gemacht, sehr viel für andere gelebt, sehr viel eingeschränkt gelebt, weil ich gar nicht wusste, was wirklich alles möglich ist. Ja, dass du komplett dich selbstständig machen kannst, dass du ortsunabhängig leben kannst und so weiter, was es alles für Möglichkeiten gibt. Ja, bis ich wirklich mein Business kennengelernt habe, die exogenen Ketone kennengelernt habe und mir damit wirklich meine Freiheit aufgebaut habe. Und darum soll es heute gar nicht gehen, sondern ich habe mir wirklich sieben Tipps rausgeschrieben für dich. Ja, also eine Liste gemacht und ich habe mal überlegt, was hat mich denn hierher gebracht, wo ich denn jetzt bin? Ja, was sind denn Eigenschaften, Dinge, die ich 3 Jahre lang immer wieder gemacht habe, die mich genau dahin geführt haben, wo ich jetzt bin? Ja, ich bin mittlerweile ausgewandert, habe mich aus Deutschland abgemeldet, bin nirgendwo in der Welt gemeldet. Das heißt, ich habe keinen festen Wohnsitz. Ich reise um die Welt, bin immer länger, mehrere Monate an Orten, wo es mir gut gefällt, in Ländern, wo es mir gut gefällt. Gerade sehr spanischlastig bei mir alles, weil ich Spanisch lernen möchte. Ich möchte wirklich fließend werden in der spanischen Sprache. Sie sowohl perfekt verstehen als auch gut sprechen können, dass ich mich einfach mit jedem auf Spanisch auch unterhalten kann. Da bin ich noch weit weg davon. Ich verstehe einiges, aber Sprechen fällt mir noch sehr, sehr schwer. Nimm auch zweimal die Woche Spanischunterricht. Mache ich tatsächlich online mit einem Spanischlehrer, den ich in Mexiko kennengelernt habe. Letztes Jahr, ich war letztes Jahr, in dieses Jahr war es ja. Januar bis März war ich in Mexiko und habe dort vor Ort mit einem Spanischlehrer eben Spanisch gelernt und mit dem mache ich das jetzt weiter online. Und lebe eigentlich immer dort oder bin dort zu Hause, wo es mir einfach am besten gefällt. Mir geht es am besten am Meer, mir geht es am besten in der Sonne, wo es warm ist. Ich stehe jetzt hier in meinem Zimmer, schaue auf meine Terrasse, schaue aufs Meer, schaue auch hier auf die Klippen. Es ist wunderschön hier in Andalusien. Heute ein bisschen kalt tatsächlich, aber die Sonne kommt jetzt raus. Es ist keine Wolke am Himmel, es ist wunderschön. Und in Deutschland hat es mir irgendwie. Der Winter in Deutschland zumindest war für mich echt immer hart. Die Wintermonate, ich war immer ein bisschen schlecht drauf. Auch dieses ganze System in Deutschland, für was ich immer Steuern zahle, wo ich überhaupt nicht dahinterher, also dahinter stehe. Auch diese ganze Corona-Pandemie, was da alles passiert ist. Ich muss sagen, das ist höchst, höchst dubios alles und hat wirklich in mir nochmal so mich zum Nachdenken gebracht. Möchte ich das eigentlich wirklich unterstützen? Und somit bin ich jetzt total happy, dass ich wirklich geschafft habe, auszuwandern, wirklich mich abzumelden und ein freies, ortsunabhängiges und auch selbstbestimmtes Leben zu leben. Was aber nur möglich ist, wenn du auch einen Job hast, den du online machen kannst. Ja, wenn du Geld verdienen kannst in irgendeiner Art und Weise online, wo du nicht ortsgebunden bist. Und das habe ich Gott sei Dank gefunden, ja, in Form der exogenen Ketone, die ich einsetzen kann in meiner Arbeit. War davor schon Ernährungsberaterin, Personal Trainerin, habe schon Coachings gegeben, war schon im Gesundheitsbereich tätig und habe da einfach eine Möglichkeit gefunden, mir damit Schritt für Schritt wirklich was aufzubauen, ein Imperium aufzubauen, einen riesen Kundenstamm aufzubauen, ein Team aufzubauen, das wirklich als ganz seriöses Business zu sehen und wirklich die Dinge umzusetzen, die dafür nötig sind, damit du auch damit tatsächlich erfolgreich werden kannst. Und schafft es jeder? Bestimmt nicht. Wie in der klassischen Selbstständigkeit um die 10%. Aber das ist genau das, was für mich so entscheidend war, dass man es schaffen kann und dass es andere auch schon geschafft haben. Und ich wollte einfach weg von diesem Selbst und ständig. Ja? Weil wenn du immer nur Geld verdienst, wenn du arbeitest, ist es natürlich auch im Ausland
Schwierig, ja, weil dann sitzt du an schönen Orten und musst die ganze Zeit nur immer arbeiten und kannst gar nicht genießen, wie schön es hier ist, weil du einfach keine Freizeit hast, weil du ständig im Hustle-Modus bist, immer selbst und ständig bist. Und jetzt ist halt die Sache, wenn du dir wirklich was aufbauen willst nebenbei, vielleicht hast du deine Möglichkeit schon gefunden von einem Online-Business, sei es im Netzwerk-Marketing, sei es irgendwie anders. Es gibt mittlerweile so viele Möglichkeiten, wie du online Geld verdienen kannst. Also diese Ausrede, boah, was soll ich denn da machen? Ganz ehrlich, es gibt so viele Möglichkeiten, du brauchst dich nur umschauen. Die hagelt's vom Himmel, ist ja auch die Zukunft, wirklich online zu arbeiten. Und ganz viele Jobs, die wird es auch in 15, 20 Jahren gar nicht mehr geben, die jetzt noch ganz normal sind. Ja? Also überall, wo man Informationen von A nach B umsortiert, oder Taxifahrer, LKW-Fahrer, all diese Dinge, die wird es in der Zukunft irgendwann nicht mehr geben. Ja? Das heißt, viele müssen sich eh umschauen nach einer Alternative und ich stelle auch immer wieder fest, ganz viele Menschen sind wirklich unzufrieden mit ihrem Job und ich habe halt auch ganz lange gar nicht verstanden, dass du es selbst in der Hand hast und dass du dir selber wirklich was aufbauen kannst. Kai, schön, dass du dabei bist und wie gesagt, heute habe ich 7 Tipps für dich, die mir geholfen haben, hierhin zu kommen, wo ich jetzt bin, ja, zu einem freien, ortsunabhängig, selbstbestimmten Leben mit einem Business, wo ich gut davon leben kann, was solide aufgebaut ist und wo es nach oben hin auch einfach kein Limit gibt. Ja. Heißt nicht, dass jeder auswandern muss, heißt nicht, dass jeder ortsunabhängig leben muss. Dieses Life ist wirklich für alle die, die da Bock drauf haben, die das interessant finden oder meinetwegen auch einfach für Leute, die sagen, ja, ein Business möchte ich mir aufbauen, auswandern will ich aber nicht oder ortsunabhängig muss auch gar nicht sein. Ich bin happy in Deutschland, ich bleibe da, weil meine Familie ist da, aber so ein paar 100 €, 1000 € extra im Monat wären schon hilfreich. Auch da gibt es einfach gewisse Gesetzmäßigkeiten, sag ich mal, die, wenn du dir nebenbei was aufbaust, du unbedingt beherzigen solltest. Habe ich zumindest festgestellt, das sind jetzt wirklich 7 Dinge, die mir persönlich sehr, sehr geholfen haben. Vielleicht bevor ich jetzt anfange mit den 7 Dingen, nochmal kurz meine Geschichte erzählt. Also vor 3 Jahren war es bei mir so, als ich gestartet bin, als ich die exogenen Ketone kennengelernt habe, ich hatte keine gute Zeit hinter mir, also keine besonders schöne Zeit. Ich hatte Trennung, einen Auszug, eine Scheidung, Hartz IV tatsächlich sogar beantragt, weil ich in Kurzarbeit war wegen Corona. Und habe nicht mal gewusst, wie ich meinen Lebensunterhalt irgendwie finanzieren soll. Ja. Und habe dann die Ketone kennengelernt, ja, und war Feuer und Flamme von der Wirkung, weil es mir viel besser ging, weil ich mehr Fokus hatte, mehr Energie, meine Stimmung war viel besser. Ja. Ich war plötzlich nicht mehr so miesepetrig gelaunt und so traurig die ganze Zeit, sondern ich war immer wieder gut drauf und ich habe mich dann immer gedacht, hä? Also irgendwie, dein Leben ist gerade richtig scheiße, wieso bist du immer so happy, ja? Und hab das halt dann schnell verknüpft, okay, immer wenn ich die Ketone trinke, ist meine Stimmung halt einfach ein bisschen besser. Liegt auch an der Signalmolekülwirkung der exogenen Ketone. Und so war das für mich relativ schnell klar, okay, das ist einfach gutes Zeug, damit kann ich wirklich Menschen helfen, ihr Leben komplett zu verändern. Natürlich dann auch gesundheitlich, was Thema Abnehmen, Thema Diabetes, Thema Insulinresistenz betrifft. Das ist ja mein Thema, über das ich tagtäglich aufkläre, wie du deine Insulinresistenz umkehren kannst. Das sich auch über die Monate bei mir erst dann entwickelt hat, ja, als ich angefangen habe. Ganz am Anfang habe ich tatsächlich noch Content gemacht über Low Carb Ernährung. Ja, und dann kam ich zu diesem Wort Insulinresistenz und musste erstmal für mich klarkriegen, was bedeutet denn das? Und habe da ganz viel drüber gelernt, ganz viel drüber gelesen. Kai, schön, dass du dabei bist. Sehr cool. Ja, und bin jetzt mittlerweile Expertin auf dem Gebiet und habe schon so vielen Menschen geholfen, ihre Insulinresistenz umzukehren. Und so viele mehr sind da gerade mit dabei. Und ja, also war da eben gerade an einem sehr tiefen Punkt in meinem Leben, wo ich gesagt habe, boah, irgendwie so kann es nicht weitergehen. Und es war dann kurz, also ich habe dann auch relativ schnell verstanden, okay, mit den Ketonen kann ich sogar Geld verdienen. Ja, ich hatte dann auch einen Job im Gesundheitsbereich, einen Anstellungsjob, wo ich recht happy war. Also da habe ich dann gemerkt, hier bin ich angekommen, hier kann ich endlich meine Berufung leben im Endeffekt. Ja, das klingt immer so hochtrabend, aber da habe ich wirklich gefühlt, ich kann was verändern jeden Tag. Ich habe Menschen geholfen bei ihrer Ernährung, bei ihrem Training, gesünder zu werden, jeden Tag einen kleinen Schritt näher an ihre beste Version zu kommen. Hallo Christian, schön, dass du dabei bist. Und es hat mir total viel Spaß gemacht. Ich habe gemerkt, hier bin ich angekommen, habe aber auch gleichzeitig gemerkt, das kann jetzt nicht die Lösung sein für die nächsten 3, 4, 5, 10 Jahre, weil ich weder irgendwie Chancen hatte auf Karriereleiter Aufstieg oder höheres Gehalt. Ja, ich war da in so einem Dead End, ja, mit dem Job, den ich hatte. Höher ging irgendwie nicht, höher war dann nur noch der Geschäftsführer, ja, von dem Fitnessstudio da, wo ich gearbeitet habe.
Und mehr verdienen war auch nicht drin. Ja. Und es war immer so, dass ich halt einigermaßen um die Runden kam. Und das war es. Also große Sprünge konnte ich nicht machen. Wenn ich mir überlege, ich hätte jetzt noch das Gehalt von damals mit der Inflation, die wäre keine Chance. Absolute Katastrophe. Ja. Das heißt, kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, so viel Unsicherheit einfach in meinem Leben zu haben. Das heißt, komisch, weil früher dachte ich immer, Selbstständigkeit wäre Unsicherheit, ja, aber das ist ein anderes Thema. Naja, und dann war für mich klar, so kann es einfach nicht weitergehen. Ich brauche irgendwie eine Lösung. Ich möchte wieder reisen. Ich möchte einfach wieder besser verdienen. Ich möchte einfach finanziell besser dastehen, ja, weil kannst dir vorstellen, nach Trennung, Auszug, Scheidung, das kostet alles viel Geld. Sehr viel Geld, dich auch neu wieder einzurichten, mit allen Möbeln, die man braucht, Wohnung plötzlich alleine zahlen zu müssen. Scheidung kostet auch Geld, ja, also wer das noch nicht hinter sich hat, überlegst dir vorher, wenn du heiratest, weil Scheidung kostet sehr viel Geld. Und das, obwohl es bei uns wirklich also einvernehmlich war, mit einem Anwalt nur, was auch die wenigsten ja machen, und sogar online. Ja, aber trotzdem kostet es ein paar tausend Euro pro Nase. Das ist einfach Wahnsinn, für das, dass du einen scheiß Wisch unterschreibst. Ja, lächerlich. Naja, egal. Also überleg dir das gut, ja, wenn du heiratest. Das ist meine Message für dieses Live-Spaß. Und ich habe halt dann gemerkt, ja gut, mit den exogenen Ketonen, ich kann hier Geld verdienen. Das ist eine coole Sache. Genau das, was mir ja gerade eigentlich fehlt. Aber ich war super skeptisch. Ich habe gesagt, nee, da lasse ich lieber die Finger davon. Ich habe schon sehr viel negative Erfahrungen gemacht mit der Branche. Ich habe mich auch mal in der Versicherungsbranche versucht, ja, beziehungsweise im Finanzdienstleistungsbereich, was auch ein bisschen anders läuft, wie das, was ich jetzt mache. Aber tatsächlich habe ich halt gemerkt, da ist einfach die Leidenschaft nicht dahinter, ja, bei Zahlen, Versicherungen, Verträge, das interessiert mich nicht, das ist so furztrocken. Und mittlerweile jetzt mit dem, was ich mache, dass ich ausgewandert bin, brauche ich das sowieso nicht mehr, ja. Das heißt, ich hatte sehr viele Vorurteile der Branche gegenüber. Ich habe gesagt, ich kann das nicht machen, ich kann nicht Menschen auf den Sack gehen, damit ich Geld verdienen kann. Ich kann, also verkaufen will ich nicht lernen, das kann ich auch nicht und das will ich auch nicht, das will ich gar nicht lernen. Das ist unethisch und da lasse ich die Finger davon. Ja, das war meine Einstellung damals. Hab dann aber die Leute verfolgt, die das schon länger gemacht haben, wie zum Beispiel den Andi und die Florence. Und das war gerade der Zeitpunkt, wo die beiden dann auch zusammengezogen sind und so weiter. Die Florence auch angefangen hat mit dem Business. Und ich mir dachte, Moment, also die kommt auch aus dem Eventbereich. Ich komme auch aus dem Eventbereich. Vielleicht kann ich das ja doch. Und vielleicht ist das ja doch nicht so verkehrt. Und habe halt mir das ein halbes Jahr lang angeschaut. Bis dann soweit war, zweiter Lockdown, stand vor der Tür, es wäre wieder der ganze Kack von vorne losgegangen mit Kurzarbeit, Hartz IV beantragen und so weiter. Und ich habe gesagt, stopp, nein. Ja, ich habe mir am Ende des ersten Lockdowns geschworen, dass mein Leben nicht wieder so scheiße oder dass einfach dieses Ohnmachtsgefühl ich nie mehr wieder fühlen möchte. Ja, dass ich einfach nicht mein Leben nicht selber unter Kontrolle haben kann, ja, von anderen abhängig bin. Und habe dann eben eine Entscheidung getroffen und habe gesagt, okay. Ich kann nicht sagen, es ist nichts für mich und es funktioniert nicht, wenn ich es nicht ausprobiere. Ja. Habe dann angefangen, mein Business damit aufzubauen, ja, und habe wirklich die Strukturen, die Systeme, die Prozesse umgesetzt, die man mir in die Hand gegeben hat. Habe das alles umgesetzt, ohne das groß zu hinterfragen und habe gemerkt, okay, das funktioniert tatsächlich. Das funktioniert tatsächlich und es sind ganz tolle, liebe Menschen. Mittlerweile gehören einige davon jetzt zu meinen besten Freunden, wie zum Beispiel Andi, Florence, die Mädels, mit denen ich hier wohne. Die hätte ich überhaupt gar nicht kennengelernt, sei es nicht um dieses Business oder auch die Steffi, die in der Schweiz lebt. Mega, ja. Also das sind einfach ein ganz, ganz anderer Schlag von Menschen, weil die beschäftigen sich jeden Tag mit sich selber und wollen wachsen und haben Ziele und Träume. Das ist ganz was anderes, als wie wenn du ständig über andere Leute sprichst in deinem Freundschaftsumfeld oder einfach nur Leute um dich hast, die nur motzen oder so, ja. Also es ist total, total anders jetzt. Und habe halt eben ein Jahr lang nebenberuflich mein Business aufgebaut und habe dann gesagt, gut, ich kündige meinen Job, ich bin jetzt soweit. Kann ich machen, war ein bisschen riskant, schon es zu früh zu machen. Ich würde es nicht jedem empfehlen. War aber, hatte verschiedene Gründe, dass ich mich dafür entschieden habe. Habe auch einen Existenzgründerzuschuss tatsächlich beantragt, den ich dann auch bewilligt bekommen habe, der mir auch ein bisschen so den Arsch gerettet hat in der Übergangsphase, weil das ist total cool. Kann ich dir nur empfehlen. In Deutschland kriegst du dann nämlich 60% deines Nettogehalts ein halbes Jahr lang weiter ausbezahlt als Existenzgründerzuschuss dafür, dass du dich selbstständig machst. Ist genial. Zusätzlich zu dem, was ich dann schon verdient habe mit Prove It, also mit den Ketonen schon verdient habe, war das mehr, als ich vorher hatte und
war safe, ja, und das halt ein halbes Jahr lang und danach wusste ich, okay, spätestens jetzt muss das reinkommen, dass du überleben kannst und das hat auch wunderbar geklappt und mittlerweile habe ich das verdreifacht, verfünffacht, ja, also alles, alles gut, ich kann jetzt super gut davon leben, natürlich geht es mal runter, mal rauf, das ist immer ein bisschen unterschiedlich jeden Monat, aber ich habe auch nie gedacht, dass ich mal fünfstellig verdienen werde, ja, also das ist für mich, das war so weit weg in meiner Realität, dass das überhaupt für mich in diesem Leben mal möglich ist. Mit dem, was ich gelernt habe, mit dem, was ich kann, mit dem, was ich weiß, keine Chance. Ja? Dass man einfach ein sehr gutes Oberarztgehalt verdienen kann, ohne keine Ahnung, wie lange ein Oberarzt dafür studieren muss, ist einfach. Kann ich heute noch keine Worte dafür finden. Ja? Und habe halt gemerkt, tatsächlich, ja, es funktioniert und bin dann Schritt für Schritt einfach an das Auswanderungsthema rangekommen, weil ich dann natürlich auch. Da ich mehr Geld hatte, da ich ortsunabhängig war, da ich freier war, ich liebe Reisen, ich komme aus dem Eventbereich, ich bin davor immer viel gereist, vor Corona, konnte ich wieder reisen und ich bin nach Thailand geflogen, einen Monat habe Andi in Florence besucht, ich bin auf die Kanaren geflogen, Gran Canaria war das, ich bin nach Mexiko geflogen, habe sie dort besucht, war eben dieses Jahr Januar, Februar wieder, Januar, Februar, März, 3 Monate wieder in Mexiko und habe dann irgendwann mal gesagt, hey, ganz ehrlich, Freunde, eine Wohnung zu bezahlen in Deutschland, die, was habe ich Miete bezahlt? 800 Euro im Monat, ja? Für das, dass ich die Hälfte des Jahres da nicht drin wohne und zusätzlich nochmal woanders Miete zahlen muss, das ist schon ganz schön dumm, ja? Also ich konnte es mir leisten zu dem Zeitpunkt, aber ich dachte mir, das muss halt irgendwie nicht sein. Und ich habe ja auch ein Auto bekommen von der Firma. Das heißt, es stand ein niegelnagelneuer Audi Q3 vor meiner Haustür, wo ich aber ein halbes Jahr davon eigentlich nie da war. Ja? Das heißt, mein Papa hat das Auto genutzt und geliebt und der ist damit in die Arbeit gefahren und konnte es gar nicht glauben, dass er ein Auto fahren darf, einen niegelnagelneuen, coolen Audi Q3 in Schwarz und er muss nicht mehr dafür zahlen, er muss nur Benzin zahlen. Ja? Das war der Moment, wo mein Papa auch verstanden hat, dass dieses Business funktioniert, ja? Weil der war auch immer super skeptisch und hatte natürlich war besorgt um mich, ja? Dass es halt irgendwie nur ein Scam ist und dass es nicht funktioniert und dass es kurz funktioniert und ich dann wieder runterfalle und dann wieder bei Null bin. Spätestens als ich ihm das Auto hingestellt habe und gesagt, Papa, also wenn du magst, fahr damit, weil es steht ja nur rum, ist ja schade, so, ja. Ich muss dafür nicht zahlen, ich kriege das jeden Monat bezahlt, ich bin aber im Ausland, ich kann es nicht mitnehmen, ich bin in Mexiko, fahr damit, bitte, ja. Und dann war das echt für den total cool. Wohin bist du ausgewandert? Hast du dich komplett aus Deutschland abgemeldet? Genau. Ich bin abgemeldet aus Deutschland. Ich habe keinen festen Wohnsitz. Also ich bin auch nirgendswohin ausgewandert. Also ich lebe staatenlos, so nennt sich das dann. Ist total genial und du kannst trotzdem halt damit selbstständig sein. Du gründest da einfach eine Firma in den USA, eine sogenannte LLC, die dann auch dir eine Adresse gibt. Zum Beispiel bei mir ist es Florida. Ja, also meine Firma hat jetzt meine LLC. Ist jetzt in Florida sozusagen mit Adresse. Ich muss aber auch dadurch, dass ich keinen Wohnsitz habe in den Staaten, muss ich dort auch keine Steuer zahlen. Das heißt, ich lebe staatenlos und steuerfrei. Ja. Und da kann ich dir sagen, das ist natürlich auch noch ein toller Nebeneffekt. Erstens, weil ich immer gemerkt habe, boah, ich zahle ja gerne Steuern, wenn mit dem Steuergeld was gemacht wird, wo ich dahinter stehe. Was ich gut finde, was Menschen hilft, was unserer Gesellschaft hilft, was dem Planeten hilft, was auch immer. Dinge, wo ich sage, das ist sinnvoll, das finde ich gut, dann zahle ich dafür gerne Steuern. Das war leider in Deutschland für mich persönlich nicht der Fall. Ja? Da muss ich jetzt gar nicht mehr dazu sagen, da hat jeder seine eigene Meinung dazu. Ich fand es halt äußerst bedenklich, was alles passiert ist und was jetzt gerade auch alles passiert und ich stehe da absolut nicht dahinter. Ja? Würde auch in keinem Land der Welt wirklich sagen, vielleicht meinetwegen noch in der Schweiz, wo ich sage, okay, gut. Da kann ich mich vielleicht einigermaßen identifizieren, aber auch nicht wirklich. Ja, das heißt, es gibt schon viele Länder in Südamerika, wo ich sage, ja, da läuft es ein bisschen anders. Aber du hast die Möglichkeit, staatenlos zu leben, ja, und steuerfrei. Komplett legal und eine Firma haben. Muss natürlich selbstständig sein, das ist klar, ne? Also Anstellungsverhältnis funktioniert das dann nicht. Wen das übrigens interessiert, ja, es soll jetzt hier nicht ums Thema Auswandern gehen, aber heute Abend, 17 Uhr, macht der Andi, einer meiner besten Mentoren und Coaches, sowohl fürs Online-Business als auch fürs Thema Auswandern, weil er das einfach schon ein paar Jahre vor mir gemacht hat, einen Auswanderungsworkshop. Das heißt, wenn du da noch dabei sein möchtest, kannst du das für sehr, sehr wenig Geld tatsächlich noch machen. Normal kostet er, glaube ich, 149 oder so. Er bietet es für 49 tatsächlich an und es gibt sogar noch einen Rabatt, wo du nochmal 10 Euro sparst. Also für 39 Euro heute 17 Uhr kannst du da dabei sein. Und ich sag dir, ich habe seinen Auswanderungsworkshop gemacht, die Nummer 1, also die erste Version.
ist jetzt schon in der vierten Version oder so, also total verbessert und abgedatet. Du kriegst eine Checkliste, du kriegst alles, was du brauchst. Du hast, das war für mich auch so leicht, so auszuwandern, weil ich genau wusste, das ist legal, das ist safe. All das muss ich machen und dann bin ich fertig. Ja, ich bin halt so ein Mensch, okay, ich habe eine Liste, To-Dos, let's go. Let's go. Ja, und so habe ich das gemacht und das hat mir so, es war so leicht und es ist einfach total genial, weil es jeder machen kann. Ja. Und deine gesetzliche Rente, später, die du aus Deutschland beziehen wirst, da gibt es keine Probleme. Und wie ist das mit deiner Krankenversicherung? Ja, also auf die Rente in Deutschland scheiße ich, sage ich ganz ehrlich. Das bisschen, was ich da noch kriege, das verdiene ich mir jetzt, also das spare ich jetzt weg, das investiere ich. Ja. Mein Ziel ist halt, mehr als doppelt so viel zu verdienen, was ich brauche. Ja. Bin ich jetzt schon da eigentlich drüber, über diesen Ziel. Ja, und es wird ja mehr und mehr. Nach oben gibt es da ja kein Limit in meiner Branche. Das ist ja das Coole. Je fleißiger ich bin, desto mehr kann ich verdienen. Da sorge ich für mich selber. Da brauche ich keinen Staat oder irgendeine Rente. Das ist ja ein Witz. Ja, da kann ich mir dann irgendwie einen Haufen Dreck kaufen, wenn ich dann in Rente bin. Also, sorry. Das ist einfach ein Witz. Ja, also, wer da noch an die Rente glaubt in Deutschland, Krankenversicherung ist gar kein Problem. Total cool. Ist auch viel günstiger international. Bin da mit einer ganz coolen Agentur am Start, die sich auf internationale Versicherungen generell spezialisiert hat. Du brauchst da nicht mehr viel. Ich habe eine internationale Krankenversicherung und eine internationale Haftpflicht. Und die kosten einen Bruchteil von dem, was die anderen kosten in Deutschland. Ja? Also ich war auch privatversichert in Deutschland, krankenversichert, privat. Was habe ich gezahlt? 400 irgendwas, 300, 400 irgendwas. Was auch voll okay war, auch für die Leistungen, die ich hatte. Das war eine gute Versicherung, top, da gab es nie Probleme, fand ich total genial. Wen das interessiert, das war die Signal Iduna, ja, keine Werbung hier. Aber eine andere wollte mich nicht, ich wollte eigentlich woanders hin, die waren noch günstiger, die wollten mich aber irgendwie nicht haben. Haben sie verkackt. Und jetzt habe ich eine internationale Krankenversicherung, ja, die sogar bessere Leistungen hat und viel günstiger ist. Ich glaube, ich zahle mir 280 Euro im Monat, internationale private Krankenversicherung. Die Haftpflicht im Jahr, ich weiß es nicht, ich müsste jetzt irgendwann, es ist auf jeden Fall unter 100 im Jahr, meine private internationale Haftpflicht. Gar kein Problem, ja, also es gibt so viele tolle Möglichkeiten und genau dafür ist ja dieser Auswanderungsworkshop auch da, ja, dass du angebunden wirst an alle Menschen oder an alle Institutionen und so weiter. Genau, wenn überhaupt was überbleibt, ja, Christian, bis wir in Rente gehen, bleibt sowieso nichts mehr über, dann müssen wir wahrscheinlich noch was zahlen, dass wir aufhören dürfen zu arbeiten. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall crazy, crazy. Da kann ich dir nur bestätigen, in Deutschland kommen die jungen Leute nicht wirtschaftlich auf die Beine, ja. Das ist wirklich traurig, ja. Inklusive Pflegeversicherung, ja, ist auch mit dabei, genau. Und dann hast du auch verschiedene Modelle. Also ich habe so ein Mittelmodell, ne. Es gibt natürlich noch ein paar teurere Sachen und übrigens, USA ist da auch mit dabei. Das ist spannend, weil USA ist immer sehr, sehr teuer, ja. Das heißt, das Einzige, was ich halt nicht habe, ist eine vorgeplante lange OP, die ich in den USA durchführen müsste. Da muss ich halt dann nach Deutschland reisen. Ja, wenn es akut ist, Notfall, dann ist das abgesichert. Aber jetzt, was Längeres geplant ist, würde ich dann jetzt nicht in den USA machen lassen, sondern dann tatsächlich dann in Deutschland. Ja? Aber das weißt du ja, wenn du operiert werden willst, weil du irgendwas hast, dann gehst du halt in ein Land, wo es dann abgesichert ist. Außer es ist akut, da zählt es natürlich dann überall. Genau, und das. Also ich war auch halt total erstaunt, was es alles gibt, ne, wenn man sich mal damit befasst. Und es hat mir halt total geholfen, weil eben Menschen wie der Andi, die mich ja auch schon als Mentor und Coach in meinem Business einfach extrem unterstützen und ohne den ich das Business gar nicht kennengelernt habe, ohne ihn wäre ich jetzt gar nicht, wo ich bin in meinem Business, habe ich ihm natürlich dann auch vertraut mit der Auswanderungsgeschichte und habe gesehen, okay, er hat es gemacht mit seiner Freundin, er hat es auch wiederum von den Besten der Besten gelernt, hat da auch Mentoren dafür und Leute, die ihn da coachen, die er auch bezahlt, ja, das ist ja auch nicht so günstig und er hat es halt wirklich ans Team beziehungsweise ja, an Menschen, die ihm auch nahestehen, wirklich ja, für ein Appel und ein Ei sozusagen weitergegeben und ja, ist halt genial, weil so hat halt wirklich jeder die Möglichkeit, seinen Traum zu leben. So, das war jetzt aber meine Geschichte, jetzt habe ich super lang ausgeholt, ein paar Fragen waren auch da. Ich möchte dir jetzt wirklich 7 konkrete Tipps mitgeben und da kannst du jetzt auch davon profitieren, wenn du sagst, okay, ich will weder mein eigenes Business aufbauen, ich will nicht selbstständig sein, ich will nicht auswandern, ich will gar nichts, ja, ich will einfach nur angestellt sein in Deutschland und weiter im Hamsterrad leben, ja, sorry für meine Ironie heute, dann helfen dir die Tipps jetzt auch, ja.
Weil das einfach generell Tipps sind, die dich erfolgreich machen mit dem, was du vorhast. Was auch immer du vorhast, vielleicht arbeitest du angestellt an einem geilen Projekt für einen geilen Arbeitgeber, wo du 100% dahinter stehst, der 100% deine Werte vertritt. Ist wahrscheinlich eher selten, was ich so höre in meinem Umfeld, aber ist auch möglich. Und gibt's. Und wenn du das hast, dann halte da auf jeden Fall dran fest und dann können dir die Tipps jetzt auch extrem gut helfen. Also, mein Tipp Nummer 1, und da bin ich die Königin da drin. Ja, ich kann nicht viel, aber das kann ich. Und das ist das Thema Konstanz. Ja, so einfach ist es. Konstanz für viele nicht einfach. Ja? Das heißt, wenn es Dinge gibt, die du machen musst für dein Business, hallo Kerstin, schön, dass du dabei bist, machen musst für das, was du erreichen möchtest, dann mach die jeden Tag. Lass es zu Gewohnheiten werden und hör damit nicht auf. Ja? Mach es zu einer Gewohnheit. Bei mir als Beispiel, ja, dass du verstehst, von was ich jetzt rede, ist zum Beispiel auf Social Media zu arbeiten, jeden Tag ein Reel zu machen, Stories zu machen, Nachrichten zu beantworten, neue Follower zu begrüßen, Leute mit Leuten in Kontakt treten, die deine Beiträge liken. Socializing, ja, Socializing auf Social Media, deswegen heißt es so, ja. Und wenn du da nicht konstant bist, und ich sehe so viele tolle Unternehmer, die keine Unternehmer sind, Selbstständige, auch in meinem alten Umfeld noch, Personal Trainer, Coaches, die nutzen Social Media, aber die nutzen Social Media einfach nur als Werbetool. Die posten einmal im Monat, einmal in der Woche einen Post, der mit einem Call to Action ist, auf ihr Business. Ja, hier eine neue Yogastunde, hier kannst du dich anmelden und so weiter. Und sonst gar nichts. Bringt das Erfolg? Kannst du so online Leute, Kunden generieren? Vielleicht mal den einen oder anderen, aber nicht im großen Schema. Und kannst du damit großmaschig erfolgreich werden, viel Geld verdienen? Oh, das ist hier Signal von meinem Blutzuckermesser. Komisch, dass er das verloren hat, weil bin eigentlich hier und das Handy ist hier. Kann eigentlich gar nicht sein, aber egal. Und bringt halt nicht viel. Ja? Das heißt, wirklich konstant Mehrwert geben. Konstant jeden Tag die Dinge machen, die nötig sind dafür. Ja? Und nicht mal zu sagen, ja, heute fühle ich mich irgendwie nicht so, heute fühle ich es nicht, heute mache ich es nicht. Ja? Konstanz ist da wirklich das A und O. Ja? Und dann halt auch die Umsetzung. Ja, wenn du jemand bist, der dann wie heißt denn dieses Wort? Ich krieg's gerade nicht raus, ihr wisst, was ich meine, ja. Immer Dinge aufschiebst und immer vielleicht auch ein Perfektionist bist und immer wartest, bis die Dinge dann wirklich perfekt sind, bevor du sie zum Beispiel postest, das wird nicht passieren. Dann drehst du dich immer im Kreis und du kannst noch so viel lernen und Podcasts hören und Trainings anschauen. Wenn du es nicht umsetzt, wird auch nichts passieren. Ja, deswegen nimm dir für jeden Podcast, für jede Folge, die du hörst, für jedes Training, in dem du sitzt, markier dir die Dinge, die du umsetzen willst. Und wenn es nur eine Sache ist, ja, wenn da 10 Tipps gegeben worden sind, vielleicht ich gebe dir jetzt 7 Tipps, nimm dir eine Sache von diesen 7 Tipps und setz die um. Und setz die sofort um. Weil es gibt nichts Schlimmeres, wie, das sind auch ganz oft Frauen, noch ein Zertifikat und noch ein Studium und noch eine Ausbildung und ich kann noch nicht anfangen, weil jetzt weiß ich ja das und ich... Bullshit. Lern's auf dem Weg, fang einfach an und du musst auch nicht perfekt sein. Ja? Also Konstanz und Umsetzung, wenn dir das fehlt, wirst du auch nicht erfolgreich. Ja, das ist mein Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2, Persönlichkeitsentwicklung. Beschäftig dich mit dir selber. Beschäftig dich mit deinem, wer bist du? Wo möchtest du hin? Was willst du? Was willst du? Was willst du im Leben? Wer bist du im Leben? Wie wirkst du auf andere? Ja? Wie kannst du zu einer besseren Version von dir selber werden? Ja? Das heißt, du kannst da auch wieder Podcasts in die Richtung hören, Bücher in die Richtung hören, dich mit Menschen umgeben, die ähnliche Ziele haben. Ja? Dein Umfeld ist da so, so wichtig. Ja? Und wenn du dich nicht aktiv darum kümmerst, ein besserer Mensch zu werden, also in unserer Branche ist es so, das passiert von alleine, wenn du erfolgreich werden willst. Das geht gar nicht anders. Ich bin in den 3 Jahren, wo ich das jetzt mache, ich bin so krass ein anderer Mensch geworden, so viel weiterentwickelt habe ich mich in den ganzen letzten 30 Jahren meines Lebens nicht. Weil ich so wahnsinnig viel gelernt habe, aufgesaugt habe und verstanden habe, auch wie ich meine Gedanken, meine Gefühle kontrollieren kann. Dass das alles eine Rolle spielt und dass du sehr wohl dir dein Traumleben aufbauen kannst. Und dass es nicht von alleine kommt, nur manifestieren und dann kommt schon alles. Nein, du musst auch dafür arbeiten. Ja, deswegen Punkt 1, Konstanz und Umsetzung. Wenn das nicht da ist, dann kannst du so viel manifestieren und so viel träumen, wie du willst, dann wird auch nichts passieren. Du musst die Dinge umsetzen. Ganz wichtig, ja. Aber beschäftige dich aktiv täglich mit dem
Thema Persönlichkeitsentwicklung. Und wenn du nur eine Seite in so einem Buch liest jeden Tag, völlig egal, ja. Und wenn du da Empfehlungen brauchst, ich habe eine ganze Kiste an Büchern. Das ist die einzige Kiste an Büchern, die ich noch behalten habe, die noch bei meinen Eltern steht tatsächlich. Ich kann dir da so viele Bücher empfehlen, ja. Und oder Persönlichkeiten, die mir auf dem Weg extrem einfach geholfen haben. Ja, aber setz dich damit auseinander. Mein Tipp Nummer 3, deine Komfortzone zu verlassen. Ja, 80% von dem, was du täglich tust, wenn du wachsen willst, in deinem Business, in deiner Selbstständigkeit, aber auch meinetwegen in deinem Job, in deinem Angestelltenjob, wo du besser werden möchtest, wo du aufsteigen möchtest vielleicht, sollte außerhalb deiner Komfortzone sein. Wenn du Jahr um Jahr immer die gleiche Scheiße machst, immer das Gleiche, dass nichts Neues mehr für dich ist, du da nicht was Neues dabei lernst oder dich unwohl fühlst, du musst dich unwohl fühlen, um zu wachsen. Ja, das heißt, wenn du einen Vortrag machst, wo du nervös bist, wo du aufgeregt bist, wenn du vor Menschen sprichst und du denkst, boah, puh, gar nicht gut, muss ich das jetzt machen? Oh mein Gott, ich mach's lieber nicht. Soll der Kollege machen? Mach's bitte, ja? Du meldest dich für Dinge, die dich stretchen, die deine die bedeuten, du musst deine Komfortzone verlassen. Und hast du davor Angst? Natürlich, ja? Geht's dir dann schlecht kurz mal? Wahrscheinlich, ja? Wird's schlecht? Du hast vielleicht das Gefühl, deine Kehle schnürt sich zu. Aber je öfter du das machst, desto mehr kannst du dieses Gefühl der Angst und das Aufgeregtsein verändern in Freude und Dankbarkeit. Ja? Wenn ich zum Beispiel einen Zoom-Call habe, wo ich weiß, ich muss jetzt hier für 300 Menschen reden, ich muss ein Training geben, ich bin vorbereitet, aber ich bin schon ein bisschen nervös, was manchmal bei mir vorkommt, dann habe ich nicht Angst vor Scheiße, oh Gott, ich werde mich versprechen, oh mein Gott, ich werde es verkacken, Scheiße, ich bin total nervös, sondern ich denke mir so, wow, genial, dass ich das machen darf. Dass ich die Verantwortung bekomme jetzt hier zum Beispiel von meinem Team, von den Leuten, die mir vertrauen im Team, dass ich jetzt diese eine Stunde Training fürs Team geben darf. Wie genial ist denn das? Und dann freue ich mich extrem, diese Chance zu haben. Und dann ist mir auch klar, ich werde es nicht perfekt machen. Ich werde da vielleicht Dinge sagen, wo ich hinterher denke, meine Güte, hätte jetzt auch irgendwie anders sein können. Aber sei perfekt, gibt es sowieso nicht. Ja? Das heißt, versuch wirklich Momente zu suchen, aktiv, ja. Oder wenn was angeboten wird, wir möchten das machen und du hast keine Ahnung, wie es geht, meld dich. Ich mach's und ich finde raus, wie es geht, ja. Nur so kannst du lernen und nur so kannst du wachsen. Mein Tipp Nummer 4, hab eine Vision bzw. ein starkes Warum. Wo möchtest du denn überhaupt hin? Als ich angefangen habe, ja, und das können immer zwei verschiedene Möglichkeiten sein. Eine Motivation bzw. ein Warum. Von was weg oder zu was hin. Ja? Bei mir war es ganz lange am Anfang, wenn du in der Scheiße steckst, so wie bei mir, ja, Auszug, Scheidung, Trennung, Hartz IV, keine Kohle, Scheiße, Mann. Ich wollte davon weg. Ich wollte weg von dem Ohnmachtsgefühl, ich wollte weg von nicht genügend Geld haben, ich wollte weg von Existenzängste haben, ich wollte weg von Geld ist das Einzige, um das sich mein Kopf dreht, weil ich habe nicht genug, Scheiße, Mann, ich kann mir nicht mal die guten Eier kaufen, Fleisch sowieso nicht, weil es viel zu teuer, das gute Fleisch. Ich kann mir nicht mal die Supplemente kaufen, die geschweige denn die Ketone, wo ich weiß, die tun mir gut, ich weiß, ich habe einen Magnesiummangel, aber ich kann mir jetzt kein Magnesium kaufen. Scheiße, ja, davon wollte ich weg. Und das war eine richtig große Motivation. Ich wollte auch weg von dem angebunden sein. Ich wollte ein Auto haben. Ja, ich habe gemerkt, okay, bei der Firma, wenn man einen bestimmten Rang erreicht, ja, wenn du ein bestimmtes Ziel erreichst, kriegst du ein Auto von der Firma. Ich hatte mein Auto nach meiner Scheidung nicht mehr. Ich war angebunden. Ich habe zwar dann in der Stadt gelebt. Ich habe auch kein Auto gebraucht, tatsächlich. Und das war für mich echt so, wenn ich ehrlich bin, ich bin null materialistisch irgendwie veranlagt, aber das Auto war für mich nicht nur, gar nicht eigentlich als Statussymbol zu sehen, sondern eher als Freiheitssymbol. Ja, weil ich hatte diese Freiheit nicht mehr, einfach zu meinen Eltern zu fahren, einfach in die Berge zu fahren, an See zu fahren, weil ich einfach nicht mobil war. Und deswegen war das für mich schon so eine Motivation von, da möchte ich hin. Aber Stärke war halt auch, davon möchte ich weg, das möchte ich nicht mehr haben. Mittlerweile hat es sich geschiftet. Ja, ich verdiene jetzt genügend Geld, ich bin ausgewandert, ich zeige jetzt anderen, wie es geht, ja, und
habe viel mehr so dieses Verlangen, ich will jetzt andere gewinnen sehen, ja, weil ich habe meinen Traum, ich lebe meinen Traum schon, mein Traum geht natürlich noch weiter, ja. Ich möchte jetzt einfach komplett genial reisen, nicht mehr in der Holzklasse reisen müssen, Business reisen können, schöne Unterkünfte haben, die auch mal mehr Geld kosten, ja. All diese Dinge machen, ja. Und ich meine, mit Essen, da muss ich schon lange nicht mehr überlegen, was ich da kaufe. Und ich kann alles in Bio kaufen, ich kann mir Supplemente kaufen. Das ist überhaupt gar kein Thema mehr, ja. Und das ist einfach so, so viel entspannter, wenn du diesen Stressor, finanzielle Sorgen einfach nicht mehr hast, ja. Und jetzt ist meine Motivation mehr zu, wo möchte ich hin, ja. Jetzt habe ich eine Vision, wie sieht mal meine Base aus, die ich mal haben werde. Also mein Haus am Meer, wo ich dann surfen gehen kann, das immer eingerichtet ist, dass ich nicht immer alle paar Monate oder alle, spätestens alles halbe Jahr wieder in einer neuen Unterkunft bin, mich wieder neu zurechtfinden muss. Das ist jetzt für die nächsten paar Jahre super okay. Ich lerne jetzt noch viele Länder kennen und so. Und dann möchte ich mich mal entscheiden, ich bin ein halbes Jahr da und ein halbes Jahr da und da habe ich dann aber auch meine festen Sachen. Trotzdem kann ich ja dann noch reisen, aber zumindest zwei feste Bases zu haben. Ja, zwei feste Häuser, zwei feste Wohnungen, die ich mir dann einrichte, wo alles das drin ist, was ich haben möchte. Dann meine beste Matratze, ja, und nicht hier irgendwas in so einem Airbnb. Das ist alles völlig okay, aber das ist jetzt mein Traum, wo ich halt jetzt noch hin will. Und diese Vision habe ich auch. Dieses Haus gibt's schon in Farbe und echt hier und bin ich gerade dabei, auch ein Vision Board zu machen. Ja, also arbeite auch mit Vision Boards, ja, dass du wirklich weißt, wo möchtest du hin und dann ist dein Warum auch groß genug. Für ganz viele in meinem Team ist das Warum die Familie, die Kinder. Ich habe keine Kinder, ja, aber das ist ein ganz starkes Warum, was ganz viele Menschen antreibt, ihren Kindern ein besseres Leben bieten zu können, mehr in den Urlaub zu fahren, ja, und auch für die Familie hochwertige Lebensmittel sich leisten zu können, viel zu verreisen und so weiter, ja. Also das war im Prinzip mein Punkt Nummer 4, mein Tipp Nummer 4, hab eine Vision und hab ein Warum und sei dir dessen auch bewusst und zeichne dir das meinetwegen auf oder kleb dir das auf so ein Vision Board, ja, und kleb dir das in dein Büro, kleb das an den Kühlschrank, damit es die ganze Family sieht, dass jeder weiß, okay, da geht's hin und dafür arbeitest du, ne? Dann mein Tipp Nummer 5, die Vision, die du hast und da, wo du hin möchtest, dafür braucht es ja auch Ziele, ja, Ziele und Zwischenziele und steck dir die ganz genau, arbeite da auch gerne eben mit deinem Mentor oder deinem Coach zusammen, der dir da einfach auch schon Input geben kann, was brauchst du dafür und berichte das runter bis auf den einzelnen Tag, ja, also du willst das und das am Ende des Jahres erreichen, was musst du dafür jeden Monat tun? Was musst du dafür jede Woche tun? Was musst du dafür jeden Tag tun? Was musst du dafür vielleicht mehrmals am Tag tun, um das zu erreichen, ja, dass du dir wirklich klar bist und nicht träumst wie so eine Irrer, ja, das will ich haben und oh, wie cool. Nein, du musst es halt auch runterbrechen in realistische Ziele und daran arbeiten, ja, weil sonst fliegt ja nicht vom Himmel, ja. Ob ich auch mal ausspannen kann, das ist eine sehr gute Frage hier auf TikTok, absolut, ja. Das ist ja das Geniale, dass ich meine Zeit mir frei einteilen kann. Heute ist Sonntag, ich arbeite jetzt, obviously, ja, weil ich hier live bin mit dir, ist meine Arbeit. Habe ich mir aber ausgesucht, ja, weil jetzt waren es 2 Wochen, wo ich verdammt wenig gearbeitet habe, ja, als die Elke da war. Ich habe vielleicht, darf man nicht laut sagen, aber 2-3 Stunden am Tag maximal gearbeitet, wenn überhaupt, ja, und das über 10 Tage, ja, andere würden das Urlaub nennen. Habe aber trotzdem Geld verdient, ja, weil ich nicht mehr nur selbst und ständig bin, ja, ich muss selber schon auch noch einiges machen, das, was reinkommt, aber ich bin gerade, das ist das Geniale in unserer Branche, ich bin gerade am Turning Point, ja, das heißt, am Anfang investierst du so viel Zeit, für das, dass so wenig Geld rauskommt, ja, und irgendwann, hält sich das mal die Waage, da war ich schon, und irgendwann, jetzt anders, ja, du kannst weniger Zeit investieren, verdienst aber immer mehr Geld, ja, wenn du es geschafft hast, dein Business zu skalieren. Und das ist natürlich im Netzwerk-Marketing genial. Es gibt aber auch andere Branchen, andere Möglichkeiten, wie du zum Beispiel als Coach auch, wenn du alleine arbeitest, dir dein Business so skalieren kannst, mit zum Beispiel Online-Produkten und einem guten Funnel, dass das genauso passieren kann. Ja, dass du es auch gar nicht mehr aufhalten kannst, diese Lawine. Aber natürlich, Netzwerk-Marketing bietet dir da mehr Sicherheit, sag ich mal, und ein riesen Netzwerk, auch mit einem großen Team, mit einer Community, wo du auch immer Menschen hast, die dich unterstützen und die dir helfen. Ja, deswegen liebe ich ja diese Branche und mach diese Branche und helfe einfach anderen, auch in dieser Branche erfolgreich zu werden. Also wir haben gesagt, die Ziele runterbrechen. Genau. Mein Tipp Nummer 6 tatsächlich, wo sehr viele strugglen, auch in meinem Team, wo ich auch
relativ gut bin drin, sag ich mal. Ja, das ist das Zweite, was ich noch gut kann. Ja, also das Erste war ja Konstanz und Umsetzung und das Nächste ist Struktur. Struktur und Zeitmanagement. Das heißt, gerade wenn du dir nebenberuflich was aufbaust, was ich ja ein Jahr lang gemacht habe, was im Moment gerade noch alle in meinem Team machen. Ja, noch alle in meinem Team haben eigentlich einen anderen Job, einen Zweitjob oder einen Hauptjob, den sie 40 Stunden machen. War bei mir auch so am Anfang im ersten Jahr. Und da musst du dich gut organisieren, dass du natürlich alles noch gebacken kriegst, was für dein Business noch nötig ist. Ja, aber du baust es dir ja nebenberuflich auf. Und dann musst du definitiv ein bisschen Freizeit opfern, Zeit opfern, vielleicht einmal weniger Kaffeetratsch machen, ja, mit der Freundin, wo du eh wieder nur das Gleiche besprichst, wie schon die letzten dreimal, oder ihr über andere Leute quatscht, spar dir das, völliger Bullshit, oder hier Germany's Next Topmodel anschauen, nur als Beispiel, ja, keine Ahnung. Also ich habe ziemlich schnell, als ich angefangen habe mit meinem Business, keine Filme mehr, also kein Fernsehen mehr geschaut, keine Nachrichten mehr, um dieses ganze negative Zeug natürlich von mir wegzuhalten, aber auch, weil es Zeitverschwendung ist. Natürlich kannst du mal einen Film schauen oder mal eine Serie. Okay, ja, mache ich eigentlich gerade nicht, nein, aber wäre in Ordnung. Ja, aber halt nicht ständig und immer. Ja, früher habe ich immer abends die Glotze an, immer irgendwas anschauen. Was ist denn das für eine, was willst du denn damit? Ja, dann sagen viele, das brauche ich, um zu entspannen. Okay, es gibt auch Menschen, die sagen, ich will mir gar nichts aufbauen und ich will gar nicht an meiner Zukunft arbeiten und ich will gar kein besseres Leben. Für die ist das super, die können das machen, ja. Aber wenn du wirklich, das Life ist ja für die, die wirklich was verändern wollen, die Tipps brauchen, wie du deinen Traum leben kannst, ja. Dann musst du dann natürlich ein bisschen Zeit einbüßen, ein bisschen Freizeit aufgeben, ja. Und immer mit dem Wissen, du machst es für deine Zukunft, du machst es für deinen Traum. Und für mich damals, als ich noch angestellt war im Fitnessstudio und immer wieder gleiche Routine, jeden Tag das Gleiche, eigentlich würde man meinen, so würde mich schon langsam nerven. Ich war trotzdem immer total gut gelaunt. Ich war super happy, weil ich wusste, wenn ich hier 8 Stunden, wenn ich hier rausgehe, ja, baue ich mir meinen Traum auf. Baue ich mir Schritt für Schritt meinen Traum auf. Und klar, wenn du das nebenberuflich machst, dann dauert es ein bisschen, ja. Aber du wirst merken, Monat für Monat, es kommt ein bisschen mehr Geld rein und irgendwann verdienst du in deinem Nebenjob, in deinem Business so viel wie in deinem Hauptjob. Und dann ist der Moment, wo du überlegen kannst, okay, kann ich vielleicht den Hauptjob ein bisschen reduzieren oder ihn dann irgendwann ganz kündigen. Ja? Je nachdem, wie sicherheitsfanatisch du bist, je nachdem, wie viele Rücklagen du auch hast. Ja? Ich würde jetzt nicht sagen, hey, du verdienst jetzt so viel wie in deinem Hauptjob, jetzt kannst du deinen Hauptjob kündigen. Ja, vielleicht noch ein bisschen mehr. Ja? Also, oder du hast viele Rücklagen, weil es kann ja auch mal bisschen wieder schlechter wäre. Ja, das heißt, da einfach nichts Unüberlegtes machen, nichts Dummes machen, aber ein bisschen Risiko kann man immer halt fahren, ja, und da ist jeder ein anderer Typ. Aber organisier dich gut mit deiner Zeit. Also ich zum Beispiel bin Fan von Timeboxing, ja, wo ich mir sage, okay, ich habe dann immer am Wochenende einen Plan gemacht, ja. Ich habe jetzt am Wochenende, musste ich nicht arbeiten, hatte ich frei, sagen wir Samstag, Sonntag frei. Ich muss die Wäsche machen, ich muss den Haushalt machen, ich muss einkaufen. Okay, das dauert so und so und so lange. Ein bisschen Freizeit, Sauna, Entspannen und Fitnessstudio will ich auch noch machen. Okay, dann trage ich das ein. Und dann habe ich noch 4 Stunden über an dem Wochenende und da kann ich den Content machen für die Woche. Ja, da habe ich mich hingesetzt und habe aber auch in dieser Zeit, was dann in meinem Kalender stand, was ich jetzt mache, zum Beispiel Content vorbereiten für die nächste Woche, nichts anderes gemacht. Nur das gemacht und habe mich auch nicht ablenken lassen. Und das ist eben Timeboxing, dass du sagst, okay, jetzt mache ich diese Aufgabe für so und so lange und nichts anderes. Und erst wenn ich fertig bin, mache ich was Neues. Oder wenn die Zeit abgelaufen ist, die ich mir genommen habe, dann mache ich was anderes. Ja? Und das nennt sich halt Timeboxing, ist eine Art, wie du deinen Tag, deine Arbeit strukturieren kannst. Ja? Selbst wenn du nicht arbeitest, ja, weil du vielleicht nur in Anführungszeichen, ja, das ist ja der härteste Job ever, Mama bist und den Haushalt managst, ja, und das Leben deines Mannes managst, ja, das ist wahrscheinlich der härteste Job ever, kannst du genauso mit Timeboxing arbeiten, ja. Und mein Tipp Nummer 7, eher persönlich ist der, deine Persönlichkeit, deine Authentizität. Sei du selbst bei der ganzen Sache. Versuche nicht jemand anders zu sein, versuche nicht jemand anderen zu kopieren. Sei einfach, wie du bist, ja, und wenn mal was Peinliches passiert oder was Dummes passiert oder du was sagst, du denkst, ja gut, okay, das war jetzt total doof, dann steh dazu und lass es nicht peinlich sein oder so, ja. Versuche auch dieses Schamgefühl abzulegen, ja. Sei einfach du selber, sei authentisch, sei persönlich, so wie du bist. Ja, und du musst dich einfach nicht verstellen und so werden deine Menschen dich finden und es gibt ganz viele Menschen hier auf Social Media, die wahrscheinlich in mein Live reinhüpfen und sagen, was sind das für eine, total bescheuert, da gehe ich gleich wieder raus. Das finde ich total gut, weil die Leute sind ja eh nicht meine Leute, ja.
bei mir bleiben die Leute, die mich sympathisch finden, die sagen, hey, da habe ich was gelernt, total gut erklärt, hey, die finden die Brille cool, was auch immer, ja. Und dann gibt es Leute, die sagen, oh, was hat denn die für Haare? Das ist ja total hässlich. Und dann gehen sie wieder raus, ja. Das heißt, ja, befreie dich von dem Gedanken, dass dich jeder mögen muss und dass du für alle da sein musst und dass du perfekt sein sollst für alle, ja. Weil dann verbiegst du dich dein ganzes Leben lang für irgendwelche Menschen und du bist nie du selbst. Du kannst nie dein wahres Ich leben und deine Werte leben. Und wenn du bist und authentisch bist und deine Werte lebst, wirst du auch anecken, ja. Dann wirst du Menschen haben, die sagen, ich finde die blöd. Super, mit denen wirst du nämlich eh nichts zu tun haben, ja. Und das waren jetzt meine Tipps, meine 7 Tipps. Ich habe mir überlegt, was mich hierher gebracht hat. Ja, was wirklich die letzten 3 Jahre mir maximal geholfen hat, mein Business aufzubauen, meine Persönlichkeit zu entwickeln und hierher zu kommen, mir auch ein Team aufzubauen, anderen Menschen helfen und das Gleiche zu tun, anderen Menschen helfen bei ihrer Gesundheit, ja, gesünder zu werden, Insulinresistenz umzukehren. Und das waren, also diese 7 Punkte sind mir einfach spontan eingefallen. Ja, die Liste ist natürlich nicht komplett, da könnte man noch ganz viele andere Sachen dazu schreiben. Aber das war für mich so jetzt die Essenz der ganzen Sache. Ja. Und selbst wenn du jetzt hier zugehört hast und du denkst, ja gut, ein Business habe ich nicht, ich will mich auch nicht selbstständig machen, das interessiert mich irgendwie alles nicht, vielleicht hast du trotzdem was mitnehmen können, weil das ja doch einfach Tipps sind, die dir auch im Alltag extrem helfen. Wenn du jemand allerdings kennst, ja, der mit seinem Leben unzufrieden ist, der was verändern möchte, der vielleicht auf der Suche ist nach einem Business, das er sich selber aufbauen kann, der vielleicht gerade gar keinen Job hat oder gar nicht weiß, was er eigentlich machen will mit seinem Leben, dann super gerne einfach unter das Live verlinken, ja, oder das Ganze auch in deiner Story teilen, weil ich suche wirklich Menschen, die Bock haben, was zu verändern, die Bock haben, die Welt zu verändern, die Bock haben, die Welt besser zu machen, die Bock haben, die Menschen gesünder zu machen. Und die einfach Bock haben, wirklich ihr Leben in die eigene Hand zu nehmen und sich nicht darauf zu verlassen, dass, was hier Thema war, irgendwann die Rente noch einkickt, ja. Also auf diese Leute, die suche ich und mit denen arbeite ich auch gerne. Weil alles andere, wenn ich dir alles nachtragen muss und dir in den Hintern treten muss die ganze Zeit, habe ich nichts davon. Habe ich keinen Spaß, hast du keinen Spaß. Ich brauche wirklich, wirklich Menschen, die Feuer haben, ja. Die Feuer haben oder die auch Feuer, die sich anstecken lassen vielleicht auch. Vielleicht hast du selber noch kein Feuer, aber du bist happy oder du bist bereit, dich anstecken zu lassen. Und das Coole ist, all diese 7 Tipps, die musst du nicht in die Wiege gelegt bekommen haben. Habe ich auch nicht, ja. Diese 7 Tipps, die kannst du Schritt für Schritt lernen. Das sind Dinge, über die ich tagtäglich mit meinem Team spreche, die wir tagtäglich in unseren Trainings haben, in unseren Coachings haben, die ich tagtäglich durchkaue mit meinem Team. Das kannst du alles lernen und das musst du auch nicht alles auf einmal lernen. Das ist das Schöne, ja. Und jeder macht es halt in seiner Geschwindigkeit, mit seinem Tempo, mit seinem Know-how. Und ja, das finde ich halt einfach so schön, weil einfach auch jeder willkommen ist. Du musst jetzt auch nicht super schlau dafür sein oder 10 Jahre studiert haben dafür, ja. Lernen kann das wirklich jeder. Kann ich die 7 Punkte kurz wiederholen? Hatte Nestprobleme, absolut. Heute ein mega wertvoller Live-Call. Sehr schön wertvoll. Freut mich, danke dir, Kai. Diese Inhalte solltest du bitte öfter und regelmäßiger wiederholen. Ich versuche das tatsächlich einmal die Woche zu machen, so ein persönliches Live zu machen und so ein bisschen auch über das Business zu reden. Manchmal geht es sich nicht ganz aus. Ich habe auch immer manchmal so ein bisschen, ich will nicht sagen Hemmungen davor, das stimmt nicht. Aber es ist natürlich ein Unterschied, ob ich jetzt hier 4 Leute in einem Live habe oder ob ich halt in einem Gesundheitslive, da bin ich ein bisschen egoistisch, muss ich auch sagen, ob ich in einem Gesundheitslife 20 Leute habe, die es total geil finden und die sagen mega, mega, mega. Man hat halt tendenziell weniger Zuhörer, wenn man halt auch über was Persönliches spricht oder solche Dinge mit anspricht. Aber das ist ein ganz toller Impuls, Kai. Ich bin dir da auch dankbar, weil ich weiß, ich muss das öfter machen und sollte ich auch öfter machen, weil es ja dann doch immer mal wieder ein paar Menschen gibt, die das auf jeden Fall wertvoll finden. Die 7 Punkte wiederhole ich super gerne nochmal. Also Nummer 1, Konstanz und Umsetzung. Nummer 2, Persönlichkeitsentwicklung. Also täglich dich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. In Form von Podcasts, Büchern, was auch immer. Mein Tipp Nummer 3, deine Komfortzone zu verlassen. Ja, du kannst nicht erwarten, dass sich Dinge ändern, dass du wächst, wenn du deine Komfortzone nicht verlässt. Tipp Nummer 4, eine Vision zu haben oder ein starkes Warum zu haben. Warum gehst du los? Was ist der Grund? Ja, von was willst du weg? Wo möchtest du vielleicht hin? Ja. Dann haben wir Tipp Nummer 5. Konkrete Ziele formulieren und die runterbrechen, ja, weil es hilft dir nichts, wenn du ein großes Warum und deine Vision hast, da möchtest du hin,
aber du tust nichts dafür und du weißt überhaupt nicht, was dafür notwendig ist. Ja, jetzt ganz im Detail bei mir im Team zum Beispiel, jemand sagt, ich habe so und so viele Punkte ist mein Ziel für diesen Monat und du weißt nicht mal, was zum Beispiel eine Box Ketone an Punkte bringt. Ja, dann würde ich sagen, wow, also da müssen wir einfach daran arbeiten, dass du dein Ziel definieren kannst, dass du auch weißt, was ist denn überhaupt nötig für dein Ziel. Ne? Und das dann runterbrechen bis auf die einzelnen Aktivitäten jeden Tag, die du machen musst, um das große Ziel zu erreichen. Mein Punkt Nummer 6 war Zeitmanagement und Struktur. Ja, dass du dich gut organisierst, gerade wenn du das Ganze nebenberuflich machst, hast du nicht so viel Zeit, wie ich jetzt habe jeden Tag. Ja, das heißt, du musst definitiv dich gut organisieren und vielleicht sogar mit Timeboxing arbeiten. Nummer 3 war Komfortzone verlassen. Weil du kannst nicht erwarten, dass du wächst und dass du besser wirst und dass sich Dinge verändern, wenn du immer nur die gleichen Dinge machst, also sprich innerhalb deiner Komfortzone bleibst, war das Punkt Nummer 3, die Komfortzone zu verlassen. Ja. Und Punkt Nummer 7, Authentizität und Persönlichkeit. Ja, dass du bei allem, was du da machen musst oder machen möchtest, immer noch du selbst bleibst, deine Werte lebst, dir deiner Werte bewusst bist, da auch nicht dagegen verstößt und dich wirklich so zeigst, wie du bist. Ja, komplett unperfekt. Wie sagt man auf Deutsch? Unperfekt. Ja, weil kein Mensch ist perfekt. Ja. Und deine Ecken und Kanten sind auch die Dinge, für die dich andere Leute dann gegebenenfalls auch lieben werden. Genau, das war mein Live heute, wie du deinen Traum leben kannst, meine besten 7 Tipps. Ja, wenn du jetzt noch Fragen dazu hast, immer gerne. Ich deabonniere jetzt alle politischen Kanäle. Herbert, mega, sehr, sehr gut. Du, ich weiß auch gar nicht mehr so genau, was alles passiert, weil das alles total crazy ist. Ja, bin ich voll bei dir. Danke für die Herzen hier und danke für die Daumen hoch. Super, super cool. Genau, wenn du Fragen hast, zögere nicht, mich zu kontaktieren. Du kannst auch gerne jetzt hier einfach eine Palme kommentieren, wenn ich das gleich abspeichere, wenn du heute Abend zum Beispiel dabei sein magst im Auswanderungsworkshop vom Andi für 39 Euro. Ist eine ganz, ganz coole Sache, wenn du wirklich eine genaue Anleitung haben willst, wie du auswandern kannst, staatenlos leben kannst, tatsächlich und steuerfrei leben kannst, dann ist heute Abend 17 Uhr dein Termin. Ein Link zur Staatenlosigkeit. Genau, also am besten heute in den Workshop kommen. Schreib mir nachher gerne nochmal auf Instagram, dann schicke ich dir den Link, wie du noch schnell kaufen kannst für 39 Euro. Ich habe da nämlich einen Code, dann zahlst du nur 39 Euro. Bist du dabei heute? Du kriegst eine komplette Liste und alles mit an Start. Ich werde heute auch in dem Workshop tatsächlich kurz sprechen, meine eigene Geschichte auch ein bisschen erzählen. Einige der Mädels, mit denen ich hier wohne, tatsächlich auch. Und der Andi wird auch 3 Gastsprecher am Start haben, die für ihn wirklich große Mentoren sind und ihm wirklich weitergeholfen haben auf diesem Weg. Einer davon, glaube ich, lebt schon seit 25 Jahren eben mit diesem Konzept komplett staatenlos und auch steuerfrei. Also das ist natürlich eine coole Sache. Freue mich, wenn wir uns heute Abend sehen. Einfach eine Palme dann in die Kommentare noch kommentieren. Wenn das spannend ist für dich, dann schicke ich dir da noch die Infos dazu. Und Kai, schreib mir einfach auf Instagram nachher, erinnere mich, dann schicke ich dir noch den Link, dass du dir den Auswanderungsworkshop für heute 17 Uhr noch holen kannst. Genau. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Sonntag. Ich schicke euch ganz viel Sonne. Aus Andalusien. Ich gehe jetzt nochmal raus in die Sonne. Es ist wunderschön. Die nächsten 4 Tage soll es hier durchregnen. Das heißt, ich werde jetzt nochmal ordentlich Sonne tanken. Danke, dass einige trotzdem live dabei waren, bis zum Ende geschaut haben. Wenn du es im Nachgang bis zum Ende anschaust, lass mir gerne auch nochmal ein Herz da. Dann weiß ich, es hat nochmal mehr bis zum Schluss wirklich geschaut. Wünsche dir einen ganz tollen Sonntag und morgen bin ich natürlich wieder am Start für dich. Wenn alles klappt, wie immer, 11 Uhr ist meine Live-Zeit. Macht es gut, ihr Lieben. Ciao.